Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Schoki Wanoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 31. März und Geburtstag hat... Bin ich dran? Achso, ja, hallo zusammen. Geburtstag hat heute der Moritz Hagen Listing, der Bassist von der Band Tokyo Hotel. Heißt er nicht Gustav? Hier steht, der heißt Georg Moritz Hagen Listing. Georg. Georg Moritz Hagen. Georg, okay. Listing, ja. Genau, das ist der Georg. Ja. Ist ja ein hübscher. Ein richtiger Sympathieträger, ne? Wie er da ja, so aber so richtig, ne? Guckt, ja. Ja. Ist Knaller. Ja, natürlich Songs wie Durch den Monsun, Rette mich, Die letzten Tage, Ende der Welt. Alles haben sie gemacht, Tokyo Hotel, wahnsinnig erfolgreich. Wahnsinnig erfolgreich und keiner hat es interessiert. Ja. 31. März 1889, ja, da wurde der Bau des Eiffelturms fertiggestellt. Ach ja. Ja, genau, das war 1889. 1889. Ja, das war so ungefähr dein Geburtsjahr. Ja. Also ist schon relativ lange her, ne? Kennst du übrigens die Geschichte von diesem Betrüger, der den Schrotthändlern den Eiffelturm verkaufen wollte in Paris? Was will er? Da war ein Betrüger. Der wollte den Schrotthändlern von Paris den Eiffelturm verkaufen. Der trat als jemand von der Stadt auf und hat gesagt, hier, ihr könnt diesen Schrott des Eiffelturms, den wir demnächst abbauen, es wurde ja geplant, den mal abzubauen, den könnt ihr demnächst aufkaufen, ich mache euch einen guten Kurs. Und da haben die halt dafür schon mal bezahlt. Aber zum Verkauf ist es natürlich nie gekommen, wie wir alle wissen. Ruhig mal googeln, Kinder, es lohnt sich. Die Geschichte gibt es wirklich? Die gibt es wirklich, ja. Echt? Habe ich nicht gerade was erfunden? Mann. Ja, das gehört doch hier zum Angeberwissen. Das ist Bildungsfernsehen. Ja, aber richtig. Bildungsfernsehen. Aber so richtig. Mhm. Ja. Und heute, am 31. März, ist auch der Welt-Backup-Day. Weißt du, was ein Backup-Day ist? Ja, das macht man viel zu wenig. Nee, ich mach's regelmäßig. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich mach's regelmäßig. Ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ja. Ist dir schon mal die Festplatte abgestürzt und alles war weg? Schon auf meine ganzen Pornos, alles weg. Echt? Ja. Ja. Das ist natürlich ganz bitter. Ja. Das wünscht man keinem, ne? Ja. Nicht mal dem schlimmsten Feind. Nee. Ja. Ja. Ja, das war der 31. Ja. März. Backup Day. Georg von Tokyo Hotel. Und der Eiffelturm wurden fertiggestellt. Also der Georg wurde fertiggestellt. Ja. Und der Eiffelturm wurde fertiggestellt. Richtig. Und der Aktionstag Backup Day war ja auch. Ja. Ja. Morgen könnt ihr wieder einschalten, wenn das heißt Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Dann sagen wir bis dahin Cheerio, Miss Sophie.